Schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Sie hören und sehen den ING Markets Morning Call für Mittwoch, den 8. März. Mein Name ist Ronald Gerd, ich bin Analyst bei börsedaily.de. Gestern Morgen hatten wir noch gesagt, es wird spannend heute am Dienstag angesichts der momentanen charttechnischen Konstellation des DAX. Das ist es nun auch am Mittwoch, denn am Dienstag tat sich schlicht gar nichts. Und genau weil die Konstellation so spannend ist, tat sich nichts, weil sich niemand traut, sich zu weit aus dem womöglich auch falschen Fenster zu lehnen. Immerhin, morgen ist Entscheidung der EZB angesagt und um 14.30 Uhr dann Pressekonferenz. Und den meisten Akteuren ist sehr wohl bewusst, dass das nur der Auftakt für eine noch viel spannendere Phase sein wird, denn in der kommenden Woche stapeln sich die Termine hochkant. Das Treffen Trump-Merkel, dazu kommt die Entscheidung der US-Notenbank am Freitag dann, kommt der große Verfalltermin, wie so oft oder eigentlich immer, unmittelbar nach einer Notenbanksitzung in den USA. Und nebenbei läuft ja am 15. März, sprich zur Wochenmitte, auch noch der Übergangshaushalt der USA aus. Und noch hat man sich nicht geeinigt, da irgendetwas Taugliches zu vereinbaren. Das wird fetzig. Und deswegen ist man bemüht, die Kurslücke, die am 1. März letzte Woche überraschend nach oben entstanden ist, zwischen 11.835 Punkten, pardon, und 11.915 Punkten hier gar nicht erst zu touchieren. Beide Lager haben ihre eigene Motivation. Die bullische Seite fürchtet natürlich, dass wenn der DAX diese Kurslücke schließt und dann grundsätzlich, so laut Lehrbuch des Traders, dann wieder in die vorherige Trendrichtung, sprich nach oben laufen sollte, dass er das eben nicht tut, sondern durchgereicht wird, weil kurzfristig wichtige Unterstützungen dann beim Schließen der Kurslücke touchiert werden. Die bärische Seite fürchtet, dass genau eben das doch passiert, sprich der DAX die Kurslücke schließt, an der Unterstützung abprallt und nach oben davonfedert. Wollen beide Seiten also verhindern. Auf Dauer, ja, ist das wohl eigentlich nicht zu erwarten, aber möglich wäre es schon, dass der DAX sich damit erstmal nach oben absetzt, um dieses Problem zu umgehen. Das Problem an der Sache wiederum ist, irgendwer müsste das ja hinbekommen und warum hat man es dann nicht gestern am Dienstag hingekriegt, als der DAX, wie wir hier in diesem 15-Minuten-Chart über die letzten 10 Tage sehen, müde seitwärts lief. Was man insgesamt sagen kann ist, über die letzten zwei Handelswochen, die wir hier abgebildet sehen, gibt es einfach keine taugliche Tendenz, weder rauf noch runter. Es ist einfach klar, weder die Bären noch die Bullen haben momentan Deutungshoheit und Trendhoheit, aber eine der beiden Seiten könnte es natürlich hinbekommen, wenn möglich sogar natürlich dann mit einem Überraschungsangriff, damit die Gegenwehr so gering wie möglich ausfällt. Aber welche Seite da zuschlägt, das mag möglicherweise dann eben von der EZB und der Reaktion auf deren Maßnahmen und vor allem Aussagen abhängen. Immerhin ist die Inflation zwar nicht mittelfristig und auch nicht in der Kernrate, aber insgesamt auf 2% gestiegen in der Eurozone. Für Deutschland sogar im Februar auf 2,2%. Und dass die Kernrate uns als Verbraucher einen feuchten Kehricht interessiert, weil da Nahrungsmittel und Energie rausgerechnet werden mit dem komischen Argument, die schwanken ja so garstig, das sollte klar sein. Denn die meisten von uns nehmen ab und zu Nahrung zu sich und bewegen sich fort oder heizen. So gesehen ist für uns als Verbraucher und Investoren Nahrungsmittel und Energie sehr wohl von Bedeutung. Für die EZB angeblich nicht. Und selbst wenn die Kernrate, die in der Eurozone jetzt erst bei 0,9% bei den Verbraucherpreisen liegt, auf 2% stiege, dann hätte man immer noch die Ausrede, wir haben doch gesagt, es gilt erst, wenn es mittelfristig ist. Was wir nicht gesagt haben, aus Sicht der EZB, was denn mittelfristig sein könnte. Da hält man sich also alle Türen offen. Und irgendwas sollte aber schon passieren. Und das erwartet man mit entsprechender Unruhe. Das Problem, eben angesprochen, ist folgendes. Wenn der DAX diese Kurslücke schließt, dann rutscht er eben automatisch in den Bereich der doppelten Unterstützung aus 20-Tage-Linie und der Dezember-Aufwärtstrendlinie. Denn das bewegt sich auch alles in der Zone 11.850 zu 11.880 Punkten.
Und das hieße, das Risiko, dass das Schließen einer Kurslücke aus Versehen quasi durch Auslösen von Stop-Loss-Orders knapp unter diesen beiden Unterstützungen zu einem weiteren Abverkauf führt, ist halt schon gegeben. Zumal der MACD hier unten im Bild als Trendfolgeindex jetzt zuletzt zweimal von der Signallinie wieder nach oben drehen konnte durch entsprechende solche Aufwärtsimpulse, jetzt aber schon wieder da unten festhängt. Und das ist ein zusätzliches Risiko. Ein schwacher Tag würde reichen, um den DAX nicht nur durch diese Unterstützung zu drücken, sondern auch ein Verkaufssignal im MACD zu generieren. Dementsprechend ist man auf der Hut. Und die Bären, die kaufen natürlich nicht, sondern drücken den DAX wo immer möglich, wissend, dass ein erneuter Aufwärtsimpuls, der verhindert, dass es zu einem vergleichbaren Abverkauf kommt wie Ende Januar oder Ende Februar, hier durchaus auch einen schnellen Anlauf in Richtung des bisherigen Allzeithochs nach sich ziehen könnte. Vor den Fakten der EZB, die ja nun morgen Nachmittag eben schon auf dem Tisch liegen, ist es allerdings unwahrscheinlich, dass da irgendjemand etwas tut, es sei denn, die Bullen versuchen wieder einmal aktiv und mit der Brechstange für gut Wetter zu sorgen, um zu erreichen, dass diese doppelte Unterstützung aus Versehen ganz kurzfristig in der Reaktion nach der EZB-Erklärung gebrochen wird. Dazu verschafft man sich gerne mal einen Puffer nach oben, der aber nicht vom Bestand sein muss. So gesehen, selbst wenn es heute nach oben ginge, unmittelbar im Vorfeld dieser EZB-Entscheidung dann auf einen ansteigenden Kurs zu reagieren, indem man auf der Longseite einsteigt, wäre nicht gewagt, sondern eher leichtsinnig. Wir halten uns also erst einmal raus und beobachten die Sache weiter. Warten wir mal ab, ob die Bullen versuchen, einen solchen Puffer zu erschaffen. Wir melden uns wieder morgen früh, also unmittelbar dann vor der EZB-Entscheidung am Donnerstag vor Handelsbeginn. Bis dahin, schönen Mittwoch und machen Sie es gut.